Beim Sommerfest des Wirtschaftsbunds im Kursalon Wien zieht man Bilanz über die erste Jahreshälfte und blickt durchwegs positiv in die zweite. Wie war denn das Jahr bisher für die österreichische Wirtschaft? Ja, sehr anspruchsvoll. Wir erleben natürlich diese negativen Effekte, dass sie nach Österreich hereinschwappen, im wahrsten Sinn des Wortes. Deutsche Wirtschaft läuft nicht so gut, Teile der europäischen Wirtschaft laufen nicht so gut. In gewissen Bereichen behaupten wir uns natürlich stark. Buchungslage im Tourismus war ja im Winter sehr gut, trübt sich das im Sommer auch ein bisschen ein. Also ich glaube, dass das schon sehr anspruchsvoll werden wird im zweiten Halbjahr. Das ist auch ein Grund, dass wir heute so viele eingeladen haben, weil wir das durchaus auch nützen werden, vielleicht das eine oder andere noch zu deponieren.